Detector online. Sensors online. Weapons online. All systems moin moin und hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei Sex Games and Rock and Roll. Ich präsentiere euch heute mein Spider 5D mit 3 Medium Pulse Lasern und seinem Guardian ECM. Nicht als Scout, sondern als fieses, kleines, mieses, stechendes Dingen. Mit 3 Medium Pulse Lasern ist das Ding bei der Geschwindigkeit mit 4 Jump Jets, die er da verbaut hat, schon eine ziemlich fies nervige Angelegenheit. Und ich hoffe mal, dass ich euch das heute so halbwegs präsentieren kann. Denn der Wunsch, der wurde geäußert von, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Auf jeden Fall kam die Anfrage, ob ich mal ein Damage Dealer Video von einem Spider raushauen kann. Also ich werde mir jetzt mal die Kommentare zu einem Spider mit einer einzelnen PPC ersparen, weil das würden vielleicht einige auch gerne sehen, aber das ist so echt absolut nichts, was ich irgendwie im Ansatz mal zocken würde. Auch wenn man damit wahrscheinlich gut nerven kann, aber ich finde es da doch schon ein bisschen cooler, wenn man schön nah an den Gegner ranrennt mit dieser hohen Geschwindigkeit, die man hat. Movement, man hat extrem viel Beweglichkeit durch die Jump Jets und man kann mit den Medium Pulse Lasern sehr schnell auf den Punkt genau eine fiese Portion Schaden austeilen. Hier sollte ich aber doch mal eben zusehen, dass ich Land gewinne, weil das ist so nicht so ganz die Position, in der ich gut Schaden austeilen könnte. Hui. Ein bisschen hier im Zickzack, verwirren laufen und so weiter. Und wenden auf Rückwärtsgang. Na gut, ich werde zumindest nicht verfolgt, aber da taggt mich jemand. Ah, Kikes. Lauf, oh shit. Oh, nicht schnell genug weggekommen. Überall jetzt schon schön Geld mit der Panzerung. Jetzt habe ich auf jeden Fall zumindest aufgedeckt, dass der Gegner sich auf dem Landwege vorwärts bewegt. Das ist schon mal was wert. Da kann mein Team schön was reißen. Und ich werde erstmal wieder ein bisschen im Hintergrund bleiben, damit ich nicht wieder so viel Schaden kassiere. Jetzt heißt es erstmal abwarten und gedulden. Trotz ECM werde ich mich ein bisschen bedeckt halten müssen. Weil hier vermutlich auch wieder Leute am Start sind, die in der Lage sind, das ECM außer Kraft zu setzen. Oder zumindest wissen, worauf sie achten müssen. Aber hier sieht man, es hagelt wunderschön Longrange-Missiles. Ich könnte gegebenenfalls mal gucken, ob ich mich hier irgendwo gut in Position bringen kann, um was anzuvisieren, damit mein Team erstmal schön mit Langstreckenraketen auch was kaputt machen kann. Schön hopp hopp den Berg hoch. Scheiße, an der Kante hängen geblieben. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Komm hoch, der. Ach, da warte ich doch mal, bis es voll aufgeladen ist. So, mal schauen. Ach, das ist nur der Raven von gerade. Ich könnte hinstimmen und versuchen, ihn zu vernichten, aber dann ist da noch der Highlander und irgendwas anderes, was da mir gefährlich werden könnte. Von daher versuche ich mich erstmal hier mit schön lange anvisieren, damit der Langstreckenraketen. Alter, was ballert er da rum? Wie geil ist das denn, ey? Ram, tam, 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 tam. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, zum Raven sollte ich erstmal noch nicht losstürmen, weil da noch genug sein könnte, was mich irgendwie hart kaputt machen könnte. Ah. Yes. Oh, der kassiert auch wieder schon ordentlich da. Ich würde mir echt gerne etwas schnappen, um es kaputt zu machen, aber das sind zu viele auf einem Haufen. Ich kann doch mal eben abchecken, ob ich es schaffe, darüber zu kommen, ohne zu explodieren. Ein Raven und daneben ist ein, schwer zu sagen, ein Stalker. Egal, ich heize jetzt erstmal rüber. Die sehen mich ja nur so als Schemen bei meiner Geschwindigkeit. Wah, 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 wah. Gut, der Raven scheint da vorne angekommen zu sein. Irgendwie habe ich gerade voll die Probleme, meine Maus ordentlich zu positionieren. Und jetzt schauen wir mal. Geek ist ja schon schön die Panzerung runtergeschraubt. Ich spare mir mal so ein bisschen das Kommentieren, weil ich habe immer noch das Problem, dass ich ziemlich konzentriert versuchen muss, hier mich zu bewegen und sowas, damit ich nicht auseinandergenommen werde. Schade. Aber es klappt hier schon mal wunderbar mit dem Umrunden, mit dem Scouten, mit dem Anvisieren, damit mein Team auch mit Long... Wow!
mit Longrange-Missiles was ausrichten kann. Mann, ich war die ganze Zeit noch im Zoom. Wie unpraktisch. Aber das klappt jetzt schon ganz gut. Auch wenn mein ECM gerade deaktiviert ist. Sie hat wahrscheinlich einen Bug verbaut. Aber das soll mich nicht weiter stören. Bisher klappt es wunderbar. Der wird wirklich hart auseinandergenommen von allem, was Langstrecken... Langstreckenraketen hat. Jetzt sollte ich mich aber mal eben schnell aus dem Staub machen. Weil hat er PPCs... Oh, Streak Missiles. Inter-Missile System. Ich hoffe, kein Bub. Scheiße, im Fall die Jump-Jets gestartet und jetzt aber hier nochmal im Hop-Hop hoch da. Scouten und abchecken, was da sonst noch zu holen ist. Aha. Das linke Bein. Uha! Zumindest das würde ich ihm auch nur mal eben zerstören können, auch wenn mich gerade hier irgendwer im Visier hat. Ah, schön abgestaubt. Und jetzt muss ich auch mal zusehen, dass ich hier Land gewinne, ansonsten werde ich wahrscheinlich gleich schön abgestaubt. Mal schauen, was verfolgt mich denn da? Ist es noch ein Raven? Was haben wir denn da? Was bist du? Wow! Alter, ich bin hier noch mitten in eine Schlacht geraten. Splatcat! Yay! Ja, da werde ich immer fein noch supporten mit meinen... Oh-oh. Jetzt muss ich aber wieder weg! Wuhu! Ja, gegen Medium Laser, da hat man dann wieder etwas schlechtere Chancen, wenn der Gegner damit umgehen kann. Da ist es fast egal, wie schnell man ist, wenn er zu viele Medium Laser hat und einfach mal schön draufhält. Stumpf und platt, dann wird man schnell auseinandergenommen. Jetzt müssen wir versuchen zu flankieren, zu umrunden. What? Mega Glück gehabt. Und weiter in Bewegung bleiben. Weg, 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 weg. Durch den Tunnel abhauen. Nein, nein. Den schnappen wir uns. Wow. Sofern er sich nicht unschnappt da. Schade, das hätte unser Kill werden können. Dafür habe ich so viel Panzerung geopfert, von dem, was ich alles habe. Jetzt muss ich aber hier um die Ecke und abhauen. Das Schöne ist, die beiden habe ich lange genug abgelenkt, dass mein Team jetzt hier ankommt und ordentlich Schaden austeilt. Somit bin ich in Sicherheit. Kann ich nochmal weiter hinterher, nochmal ein bisschen draufhalten. Also Schadenswert von so 200-300 wird da wahrscheinlich bei rumkommen. Das wird jetzt, glaube ich, der dritte Kill gewesen sein. Ihr seht schon, Movement macht hier sehr viel aus, vor allem mit Medium-Pulse-Lasern. Da kann man so wunderbar viel kaputt machen. Kill Nummer 4 und das Match ist vorbei. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, aber ihr seht schon, ein Spider, also den Bild klatsche ich euch auf jeden Fall rein. Ein Spider mit ordentlicher Geschwindigkeit und Medium-Pulse-Lasern ist halt eine wirklich mega fette Kiste. Zusammengefasst, weil die Pulse-Laser den Schaden relativ schnell auf den Punkt bringen. Besser und effektiver als normaler Laser. Sie wiegen zwar doppelt so viel, verursachen mehr Hitze, haben aber auch mehr Schaden pro Abdrücken. Also das ist wirklich eine fucking coole Angelegenheit. Ich kann euch das